Ja, was male ich heute? Das ist oftmals die Frage. Ich habe mir jetzt einfach mal Material mitgebracht aus dem Wald, aus dem Park beziehungsweise. Das sind so verschiedene Blätter, hier sind so tolle Linien drauf. Mal gucken, was ich heute damit machen werde. Ich weiß es noch gar nicht, aber ich habe hier halt die Fläche, habe das Material, habe hier eine dünne Farbe. Ich will einfach viel ausprobieren. Ich habe gerade gedacht, ich gieße es auf die Fläche, aber nein, ich mache erstmal noch was anderes. Ich probiere erstmal noch aus, ob ich mit den Blättern auch sowas wie zeichnen kann. Also so Linien schaffen kann. Das kann man hier so unterschiedlich rollen. Und ich merke gerade so, wenn ich das tue, da passiert schon wieder so viel. Wow, oder? Ich meine, guck dir das an. Das ist so inspirierend, finde ich. Das ist eigentlich schon gleich fertig. Drehen und ja, entweder schaut man sich das an und entdeckt Figuren und Formen, die einen dann inspirieren, oder man lässt es einfach nochmal frei fließen und legt sich noch nicht fest. Jetzt probiere ich hier nochmal ein anderes Blatt aus, mal gucken, was man damit machen kann. Das ist hier schon so ein bisschen störrisch. Das streicht nur so ein bisschen über die Fläche und verteilt das so ein bisschen. Die Buchenblätter waren jetzt besser. Ich rolle das auch nochmal ein und guck mal, ob ich damit noch, ja, was damit noch kommt. Die Farbe ist jetzt aber fester. Mal gucken. Ja, anders schön. Aber ach, witzig, das sieht auch interessant aus, als Tüte, irgendwie, ja, spannend, tolle Form. Ja gut, damit komme ich jetzt nicht weiter, dann nehme ich jetzt einfach einen Pinsel dazu und verteile das hier so ein bisschen. Etwas Sonne, bitte. Gucken, ob ich die Farbe noch ein bisschen weiter über die andere Farbe rüberziehen kann. Oder ob die zu fest jetzt ist. Während ich die ganze Zeit gemalt habe gerade, habe ich überlegt, welche Farbe ich dazu nehmen kann. Und ja, habe mich jetzt für diesen Farbton entschieden. Eigentlich so eine große weiße Farbfläche dazwischen finde ich auch schön. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch weiter die Farbe rüberziehe oder so lasse. Thank you.
fehlt mir. Was mache ich da? Ja, nehme ich einfach die nochmal. Die Blätter fand ich total spannend, als sie auf dem Boden lagen. Das war aus wie so ein großes Gitter. Ich habe mir noch einen Farbton dazu geholt und jetzt freue ich mich. Moment, erstmal überlegen, welches Werkzeug ich dafür benutze zum Auftragen. Und ich glaube, dieses Blatt eignet sich ganz gut. Das Problem ist, die Farbe ist ein bisschen transparent und jetzt muss es irgendwie da rauf. Schöner Kracher. Also der Farbton gefällt mir richtig gut dazu. Das weckt die Lebensgeister und ja, aus dieser Stille, die die Malerei ja auch so mit sich bringt, wieder Neues schöpfen. Kreativität ist immer wieder mein Thema, also auch eben das Thema, nicht nur selber für mich kreativ zu werden, sondern eben auch dir zu zeigen, hallo, du kannst das, du hast alles, was du brauchst, da, also hol dir ein paar Farben und los geht's und mach einfach das, was dir in den Sinn kommt, lass dich intuitiv ja, gehen. Also lass los. Mach einfach. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen Dank. Ich zeig dir nochmal meine Farben. Ich finde, das sieht so schön aus, wie die Blätter da so in den Töpfchen liegen und die Farben dazu. Ja, es inspiriert doch schon. Also hol dir den Herbst einfach nach Hause. Nimm ein paar Farbschälchen, misch dir ein bisschen Farben, schau auf meinem Blog, da schreibe ich dir auch, wie ich die Farben verdünne und dann leg los. Einfach machen. Auf Seite 22 und 23 habe ich dir was zu dem Thema unkonventionelle Werkzeuge geschrieben. Ich habe dir da zwei vorgestellt. Und ja, es ist auch in der Natur einfach ganz viel vorhanden, was du nutzen kannst. Und sei da einfach kreativ. Löse dich von diesem
ja, was man so gelernt hat im Kunstunterricht womöglich, schmeiß das über den Haufen und mach einfach dein Ding. Also guck einfach, dass du für dich merkst, was für dich gut ist. Und manchmal sind diese unhandlichen Werkzeuge auch gar nicht schlecht, weil dadurch musst du nicht nachdenken. Es entstehen einfach Formen, die du gar nicht planen kannst. Also lass dich darauf ein und genieße deine Malerei. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank für dein Like. Vielen, vielen Dank. Das unterstützt mich sehr. Also auch danke für dein Abo. Vielen Dank für dein Abo. Und danke für deinen Kommentar. Das ist wirklich wie Süßes am Nachmittag. Dankeschön. Tschüss.